SBT is section, it's Shisha time. Servus, liebe Shisha-Freunde, B2B von den Shisha-Warentestern begrüßt euch zu diesem Video. Und Freunde, heute mal ein interessantes Infovideo für euch, denn ich habe eine Seite entdeckt, die eigentlich ziemlich cool ist, aber hier in Deutschland noch gar nicht so wirklich bekannt ist. Und ich dachte mir, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, denn mit der können wir sogar Geld verdienen, wenn wir möchten, und zwar den Lebensunterhalt. Denn es gibt die Seite Hookah Headhunt. Die ist von den Machern vom Hookah Battle, kennt man bestimmt. Und die haben eine Seite geschaffen, in der man für Arbeitgeber oder für Arbeitssuchende einen Lebenslauf quasi, ein Profil anlegen kann und sich somit dann zur Verfügung stellen kann auf dem deutschen Markt in dem Fall, wenn man was mit Shisha zu tun haben möchte. Was mich zuallererst schon mal interessieren würde, habt ihr schon mal etwas in Sachen Shisha gemacht beruflich? Egal ob hauptberuflich oder teilzeitmäßig, oder habt ihr es vor? Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon mal gemacht habt oder was ihr gerne machen möchtet. Das würde mich definitiv mal interessieren und schreibt es einfach mal gleich direkt unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, ich erkläre euch das Ganze, indem wir jetzt einfach mal hier rüber gehen und uns das mal hier ein bisschen genauer anschauen. Ich bin schon auf der Seite Hookah Headhunt. Und hier sieht man auch, es gibt bereits über 12.600 registrierte Benutzer, über 648 Marken, also da ist schon einiges los. Und wenn man das Ganze hier erstmal auf Deutsch eingestellt hat, kann man hier dementsprechend natürlich auch mal sich das Ganze genauer angucken. Für Arbeitssuchende, genau, also ja, sagen wir einfach mal, ich möchte jetzt mich auf die Plattform setzen, um meine Arbeitsleistung, meine Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen sozusagen. Da kann ich das Ganze hier kostenlos machen, das kostet gar nichts. Und das Gute ist, man kann alles angeben, da kommen wir aber jetzt auch gleich dazu. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man Bock hat, mal im Ausland zu arbeiten, geht das natürlich auch, ne? Wenn man sagt, ah, ab nach Frankreich, ab nach Russland, geht natürlich genauso, aber auch natürlich hier in Deutschland. Und für Arbeitgeber ist es genauso, ja, die suchen, was sie wollen, ja, und die finden hier, was sie suchen, und zwar qualifiziertes Shisha-Personal, egal in welcher Hinsicht. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal das Ganze einfach mal ein bisschen genauer an, indem wir jetzt einfach mal einen Lebenslauf hinzufügen. So, los geht's. Dann registrieren wir uns mal eben kurz hier. Zack. Was? Mein Name ist schon vergeben. Alles klar. Dann machen wir halt mein Geburtsdatum noch mit dazu. So. Ja, und jetzt kann ich eigentlich in dem Fall schon anfangen, einen Lebenslauf zu erstellen. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel ein Bild von mir reinknallen. Hier kann ich meinen Namen reinschreiben, Geburtsdatum, Ort, Standort und so weiter und so fort. Das mache ich jetzt einfach mal. So, ich habe mir jetzt gerade mal ein Bild rausgesucht. Ist sogar ein Bewerbungsfoto von mir mal gewesen. Habe sonst auch alles mal reingeschrieben. Muss ja jetzt nicht alles der Wahrheit entsprechen, dass ich hier reinschreibe. Genau, und jetzt geht's nämlich los. Jetzt kann ich hier meine Spezialitäten reinschreiben, das, was ich besonders gut kann. Ja, wenn man zum Beispiel ein guter Grafikdesigner ist und man was in Sachen Shisha machen möchte, für den Shop zum Beispiel Grafikdesign möchte, für einen YouTuber oder sonst irgendwas. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Kann man das dementsprechend hier einfach auswählen. Und ich wähle jetzt hier einfach mal ein bisschen was aus. Oder man ist selber Blogger und möchte für eine andere Seite was machen. Ja, wenn man einen großen Hersteller hat, der selber nicht mehr hinterherkommt, dann kannst du zum Beispiel seinen Instagram-Account machen und dort eben die Seite bespielen. Ist auch richtig cool. Also hier kann man wirklich auch viel machen. Nebenjobs sind natürlich dementsprechend dann auch logisch. Ich bin natürlich auch ein Model, ist ja klar. Foto, Video, ja. Einzelhandelsverkaufsleiter war ich tatsächlich auch schon und so weiter und so fort. Dann kann man hier noch natürlich seinen Gehaltswunsch reinschreiben, pro Stunde, pro Tag, pro Woche, pro Monat, pro Jahr, ja, pro Monat, ja, einfach mal irgendeinen Wert reinschreiben, den ihr meint, den könnt ihr verdienen, ja, ist ja jetzt mal egal.
Und hier bereit für Geschäftsreisen, ja, bereit für einen Umzug. Das müsst ihr natürlich selber wissen, ob ihr bereit wärt. Und das ist natürlich jetzt auch noch wichtig, macht ihr das Ganze Vollzeit oder Teilzeit oder egal, dürft ihr natürlich dementsprechend dann auch hier einmal auswählen. Dann geht es zum nächsten Schritt. Also vergessen hier reinzumachen, das Häkchen. So, jetzt sind wir hier bei Arbeitserfahrung. Dann könnt ihr jetzt hier reinschreiben, wo ihr schon mal gearbeitet habt oder aktuell arbeitet. Das könnt ihr jetzt hier mitmachen und wenn ihr mehrere Stationen schon hinter euch habt, ob es jetzt mit Shisha zu tun hat oder nicht, ist jetzt mal egal. Natürlich ist es umso besser, wenn ihr schon was mit Shisha gemacht habt, vielleicht beruflich, dann auf jeden Fall hier einmal rein und hier könnt ihr auch ein zweites Feld hinzufügen. Ja? Und ich mache jetzt mal keine Erfahrung, weil in dem Fall zum Demonstrieren brauche ich das ja jetzt eben hier nicht. Dann gehen wir auf Nächster und dann geht dementsprechend noch ein kleiner Text, ein kleiner Lebenslauf rein. Dann schreibt ihr dann halt alles dementsprechend rein, wie ihr euch präsentieren möchtet. Ich schreibe jetzt hier rein, dies ist ein Test. Zack. Und dann geht's auch schon los mit dem Lebenslauf veröffentlichen. Und dann haben wir das Ganze auch schon erledigt. Jetzt ist es komplett. Und jetzt kann ich dementsprechend unter meinem Account meinen Lebenslauf dementsprechend natürlich nochmal angucken und gegebenenfalls nochmal abändern. Genau, und jetzt bin ich auf meinem Account, kann ich hier nochmal auf meinen Lebenslauf zugreifen. Hier habe ich nochmal alles drinnen, kann ich auch dann zur Not nochmal abändern, wenn ich das möchte. Und das ist jetzt quasi zur Verfügung gestellt für alle Arbeitgeber in Deutschland, aber auch im Ausland. Je nachdem, ob ich natürlich auch bereit bin, im Ausland zu arbeiten, könnte ich dann sozusagen dann kontaktiert werden. Also ich finde das wirklich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Vor alledem, es ist kostenlos, es kostet nichts und es ist natürlich auch nicht nur für Arbeitssuchende, sondern auch für Arbeitgeber. Also von daher, wenn ihr ein Shop seid, wenn ihr ein Hersteller seid oder was anderes, was mit Shisha zu tun hat, ne? Ein großer YouTuber, der sagt hier, ich möchte unbedingt ein bisschen Arbeit abgeben, jemand, der meine Videos schneidet, der meine Bilder bearbeitet oder sonstiges, ein Instagram-Account hat, den er selber nicht mehr weiterpflegen möchte, den kann man natürlich dementsprechend dann auch zur Verfügung stellen, die Stelle. Und von daher sind eigentlich dementsprechend keine Grenzen gesetzt. Auch die ganzen Shisha-Bar-Betreiber, wenn die sagen, ich brauche gutes Personal, kann ich hier dementsprechend natürlich auch eine Stelle reinstellen. Oder wenn ich schon mal in einer Shisha-Bar gearbeitet habe, kann ich meine Dienste natürlich auch hier reinstellen und dann kann ich auch gefunden werden. Just do it, sage ich dazu einfach mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn man was mit Shisha hauptberuflich oder nebenberuflich machen möchte, über Teilzeit oder ähnliches, kann das natürlich gerne machen. Auch Praktikas sind möglich, also von daher könnt ihr das definitiv mal ausprobieren. Ich finde das eine richtig coole Sache. Egal, ob ihr jetzt ein Arbeitgeber oder ein Arbeitnehmer seid, einfach mal ausprobieren. Ihr habt nichts zu verlieren und das Ganze ist ja, wie gesagt, kostenlos und in ein paar Minuten ist es auch schon erstellt. Deswegen würde ich sagen, geht auf die Seite, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link, erstellt euch einen Account, macht euch einen Lebenslauf oder stellt eine offene Stelle zur Verfügung, je nachdem, ob ihr jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber seid und wartet einfach mal ab, was dann so passiert. Und ich finde es auf jeden Fall richtig cool, die Seite. Da sieht man mal, was mittlerweile alles möglich ist in Sachen Shisha. Und so kann man definitiv sein Hobby auch zum Beruf machen, ja. Also das ist eine richtig coole Sache, egal ob es jetzt hauptberuflich oder Teilzeit ist, ne? Wenn man ein bisschen Geld nebenher verdienen möchte, dann ist das natürlich dementsprechend auch möglich, weil mittlerweile ist ja die Shisha-Branche schon ziemlich groß und es gibt für fast alles eine offene Stelle, die man dementsprechend besetzen kann mit Hookah-Headhunt. Also von daher definitiv mal ausprobieren. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht hier und zum letzten Video geht's hier drüben. Dann sage ich danke, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und Servus!